Der Goldpreis kennt aktuell nur den Weg gen Süden. Und da ist es natürlich absolut an der Zeit, dass ich mir in diesem Video mal die Frage stelle, ob Gold versagt hat und vor allem, was passieren muss, dass Gold wieder anzieht. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und wie ihr seht, ich bin ja immer noch auf Griechenland, jetzt in Paros oder auf Paros und bin noch im Urlaub und habe da natürlich auch Zeit und Muße, mir viele Gedanken zu machen über verschiedenste Themen und auch relativ viele E-Mails und Zuschriften, die ich bekommen habe, ob Gold als Portfolioabsicherung versagt hat. Ja, und ob bei Gold überhaupt in Zukunft noch irgendwas zu holen ist. Selbst das renommierte Wall Street Journal, blende ich euch mal ein, schreibt in einem Artikel oder stellt sich in einem Artikel die Frage, ob Gold noch was taugt und vor allem es schreibt, dass es ein großartiges Jahr eigentlich für Gold sein sollte, aber das Wall Street Journal liefert auch Gründe, warum es eben nicht so ist und für Gold nicht so gelaufen ist. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben eine hohe Inflation und der Goldpreis geht trotzdem immer tiefer in den Keller. Und das ist natürlich für viele ja schon Grund genug, sich die Frage zu stellen, ob Gold überhaupt noch etwas bringt. Aber man muss auch mal objektiv auf die ganze Goldgeschichte, sage ich mal, draufschauen. Ich blende euch mal noch eine Grafik ein. Die stammt vom World Gold Council, ist ein paar Tage alt und zeigt euch den Verlauf verschiedener Anlageklassen in US-Dollar. Und ihr seht ganz unten, wie gesagt, ein paar Tage alt, der Nasdaq, so bei minus 30% mittlerweile. Andere Werte wie der S&P so bei gut minus 20%. Aber ihr seht auch in Gold eingefärbt oben, dass der Goldpreis nur, in Anführungsstrichen, 10% verloren hat und damit global gesehen unter verschiedenen Anlageklassen immer noch zu einem der bestperformendsten Anlageklassen gehört, wenn man jetzt mal auf diese Liste drauf schaut. Ich weiß, ja, es ist natürlich nicht blumentopf verdächtig, dass man hier einen gewinnen kann, wenn man 10% Minus macht, aber 10% Minus sind natürlich auch besser als 30% Minus oder bei Einzelaktien im Tech-Bereich sogar 60% oder 70% Minus. Diejenigen allerdings, und das werden die meisten sein, die in Euro anlegen, so auch ich, die haben mit Gold dieses Jahr um die 6% plus gemacht. Das resultiert einfach daher, dass der Euro so extrem schwach ist, also mittlerweile deutlich unter Parität notiert. Und das hat einfach dazu geführt, dass der Goldpreis in Euro gestiegen ist und 6% Rendite dieses Jahr bisher verbuchen kann, verglichen zum DAX, der bei um die minus 22% aktuell liegt. Aber auch hier muss man ehrlich sagen, gibt es viele, die hätten sich viel mehr von Gold versprochen. Deswegen werde ich mir jetzt auch mal anschauen, welche Treiber denn Gold beeinflussen, aktuell negativ beeinflussen und was passieren muss, dass Gold wieder steigt. Denn Gold, ich bin mir sicher, wird einen Boden bald finden und auch wieder ansteigen. Da im Übrigen blende ich euch mal ein, verlinke ich euch unten drunter meine Telegram-Gruppe. Da werde ich in Kürze nämlich bei einem von mir besparten Gold-ETF außerhalb der Reihe nachkaufen. Ich sehe da schon bei den Goldminenaktien eine ganz interessante Bodenbildung. Ich sehe da auch eine deutliche Unterbewertung verglichen zu Gold und zum Gesamtmarkt. Also die Goldminenaktien sind noch stärker unterbewertet als Gold. Ja, und wenn ihr wissen wollt, welchen ETF ich da bespare und wann ich nachkaufe, unbedingt in die Telegram-Gruppe reinkommen, dann werdet ihr das natürlich von mir per Sprachnachricht erfahren. Und zudem bekommt ihr hier fast täglich von mir, börsentäglich muss ich sagen, interessante Infos rund um den Markt. Aber jetzt schauen wir uns mal an, welche Treiber denn aktuell, ja, oder aktuell generell Gold beeinflussen. Und ein großer Treiber ist die Inflation. Und die Inflation, USA 8%, Eurozone ähnlich, verschiedene Euro-Länder über 20%, gerade so die Baltics, also die baltischen Staaten, über 20% Inflation, zweistellige Inflationswerte werden selbst für Deutschland in den nächsten Monaten sogar vom Bundesbankpräsidenten erwartet. Und da könnte man sagen, naja, in Anbetracht dieser extremen Inflationslage, die wir haben, müsste Gold doch stärker steigen. Aber die Inflation wird von verschiedenen Marktteilnehmern anders wahrgenommen. Aktuell ist sie hoch, aber die meisten Marktteilnehmer haben das Vertrauen, dass die Notenbanken die Inflation wieder nach unten bekommen. Das zeigt sich ganz deutlich an verschiedenen Indikatoren. Ich blende euch mal den ersten ein. Der stammt von der Fed of St. Louis
und das ist die sogenannte 5-Year Break-Even Inflation Rate. Was seht ihr darin? Ihr seht darin kurz gesagt die Erwartung für die durchschnittliche Inflationsrate über die nächsten 5 Jahre, also Zeitraum jetzt 2022 bis 2027. Und ihr seht, dass die Inflationserwartungen für die USA fallen. Wir waren schon mal bei einem Wert von 3,5%. Mittlerweile sind wir unten bei 2,5%, Tendenz fallen. Das heißt, die Inflationserwartungen für die nächsten 5 Jahre gehen zurück. Sie sind höher als zuvor, aber sie gehen zurück. Zweite Grafik, die ich euch einblende, sieht ähnlich aus, ist auch von der Fed of St. Louis. Und das ist die sogenannte 5-Year Forward Inflation Expectation Rate. Das ist die durchschnittliche Inflationserwartung für 2027 bis 2032. Also auch hier, ihr seht, die Inflationserwartung ist zwar in letzter Zeit angestiegen, aber auch nur in Anführungsstrichen bei einem Wert von 2,4% im Durchschnitt für den Zeitraum 2027 bis 2032. Also das finde ich sehr spannend, dass die Inflationserwartungen auf relativ moderatem Niveau sind. Also die Märkte erwarten jetzt nicht, dass wir wieder deutlich unter 2% kommen. Sie sind auch über dem Zielband der amerikanischen Notenbank, muss man ganz klar sagen. Aber es wird jetzt nicht erwartet, dass die Inflation bei 7 oder 8% liegt. Das ist also momentan einer der Kriterien, die auf den Goldpreis drücken. Und erst wenn die Inflationserwartungen deutlich steigen, also wenn die amerikanische Notenbank es nicht in den Griff bekommen sollte, oder auch natürlich die EZB, also wenn das Vertrauen in die Notenbanken weg ist, dass sie die Inflation drücken können, dann wird der Goldpreis wieder steigen. Also Inflation ist eine ganz wichtige Komponente für den Goldpreis. Aber natürlich auch die Zinsen. Blende ich euch noch eine Grafik ein. Die stammt von Wellenreiter Invest und zeigt euch so den Leitzinserhöhungspfad, wie er erwartet wird. Und mittlerweile wird für nächstes Jahr ein Leitzins von bis zu 5% erwartet. Also war vor ein paar Wochen. Wenn ihr meinen Kanal schon länger anseht, ich hoffe, das tut ihr, dann habt ihr die Grafik ab und zu schon mal gesehen oder auch in der Telegram-Gruppe. Da hatten wir mal einen Wert von 3,75% als Top im nächsten Jahr. Jetzt sind wir mittlerweile bei 5%. Und da wird es natürlich auch spannend, weil hohe Zinsen gewisse Opportunitätskosten für Gold bedeuten. Das heißt, aktuell bekommt ihr in den USA für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 2 Jahren schon 4% Zinsen. Das sagt natürlich ein Investor, okay, sollte ich jetzt in Gold investieren, was mir keine Zinsen bringt, oder investiere ich mein Geld auf 2 Jahre und bekomme schon 4%? Also diese Opportunitätskosten sind eine deutliche Konkurrenz zu Gold, das muss man schon so sehen. Aber, und jetzt wird spannend, die Zinsen werden höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr ein Plateau, ein Top erreichen und dann wieder gesenkt werden. Und da kommt eine spannende Theorie von mir mal ins Spiel, könnt ihr gerne unten drunter mal kommentieren. Wir haben ja in den USA die sogenannten Midterms, also die Zwischenwahlen. Und bei den Zwischenwahlen werden die Demokraten das Haus, das Repräsentantenhaus verlieren und den Senat weiterhin wahrscheinlich halten. Aber es wird so eine Art Pattsituation kommen. Das heißt, hier eine Mehrheit der Republikaner, da eine Mehrheit der Demokraten. Beide sind dann in einer Art Blockierungssituation. Da wird nicht viel passieren. Das mögen auch die Börsen, weil dann eigentlich keine großen Entscheidungen mehr getroffen werden können. Aber danach stehen ja wieder die Hauptwahlen in 2 Jahren an. Und da werden die Demokraten natürlich auch stark damit beschäftigt sein, eine Wiederwahl, falls Trump wieder antritt, von Trump zu verhindern. Und das wird umso schwieriger, je mehr die Fed auf die Bremse tritt. Und wenn die Fed wirklich die Zinsen deutlich nach oben schraubt, die Wirtschaft wirklich in eine starke Rezession abschwingt oder abdriftet, dann hat das natürlich zur Folge, dass viele Leute ihre Arbeit verlieren. Und das treibt natürlich immense Wählerscharen wieder in Richtung Trump. Deswegen bin ich aufgrund dieser Theorie in dem Lager, dass ich sage, die Notenbank könnte auch schneller als erwartet wieder aufhören, die Zinsen zu erhöhen, Geld in die Märkte zu pumpen, um einfach eine potenzielle Wiederwahl von Trump zu verhindern, weil einfach Joe Biden und die Demokraten hier Druck ausüben. Also wie gesagt, lasst mir mal eure Meinung da. Aber die Zinsen werden wieder runtergehen und von dieser Seite wird es dann bei Gold auch wieder Entspannung geben. Andere Treiber, die Gold beeinflussen, sind die geopolitische Lage. Die ist klar goldbullisch, allerdings momentan ins Hintertreffen geraten. Interessiert die Marktteilnehmer leider nicht. Und natürlich, was auch interessant ist, ist der Dollar. Der drückt auch momentan extrem auf den Goldpreis. Also ich muss sagen, ich habe so vor 2 Tagen mir wieder den Euro angeschaut. Der war so bei 0,96. Und das letzte Mal, als ich geguckt habe, hier im Urlaub schaue ich jetzt nicht ständig auf die Märkte, war das glaube ich 5 Tage her, da hatten wir noch Parität. Also es kam mir vor wie so eine Serie, die du kurz ausgeschaltet hast, verpasst hast. Und auf einmal sind komplett neue Darsteller dabei. Also der Euro ist deutlich nach unten gefallen. Auch das britische Pfund ist deutlich gefallen. Tiefster Stand seit 40 Jahren. Der japanische Yen ist weiter unter Druck. Also ihr seht, der Dollar wertet auf wie verrückt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass hier in Kürze gehandelt werden muss.
Vielleicht erinnert ihr euch an die 80er Jahre, da gab es ja mal 85 den Plaza-Akkord, wo der Dollar also so stark war, dass man versucht hat, in einer gemeinsamen Aktion der, das waren damals die G5 oder G7 Länder, den Dollar wieder nach unten zu bringen, also ihn zu schwächen. Das hat so gut geklappt, dass man dann 87 den sogenannten Louvre-Akkord verabschiedet hat, um den schwachen Dollar wieder zu stärken. Aber jetzt haben wir im November ein, ja, müsste ein G20-Treffen sein auf Bali. Dort wird ja erwartet, dass vielleicht eine Art Bali-Akkord geben könnte, also dass man versucht, den Dollar ja, von seiner Stärke zu befreien, also abzuschwächen, dass die anderen Länder, die anderen Währungen eben nicht so schwach sind, weil das ist ja für die EU ein enormer Druck, weil die importierte Inflation immer höher steigt und auch natürlich die USA in Form von ja, Wettbewerbsfähigkeit global verlieren. Also mal gucken, was da noch kommt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Dollar nicht ewig diese Stärke halten wird, sondern wieder schwächer werden wird und auch das beeinflusst den Goldpreis positiv. Für den Moment muss man allerdings sagen, Gold ist jetzt nicht der richtige Anlegerliebling und auch nicht sonderlich beliebt. Das ist natürlich für Contrarians, also diejenigen, die das Gegenteil machen des Stroms, eine gute Möglichkeit, wieder zu investieren. Ich hatte es euch auch am Anfang gesagt, in Euro gerechnet ist der Goldpreis gar nicht so schlecht. Und man muss auch sehen, dass Gold eben nicht parallel unbedingt funktioniert. Also nur weil die Inflationsrate jetzt hoch ist und die Erwartungen niedrig, deswegen ist der Goldpreis momentan auch schwach, aber der Goldpreis kann, wenn die Erwartungen sich als falsch erweisen, Inflationserwartungen, dann auch wieder zulegen, vielleicht im nächsten Jahr oder in 2 Jahren. Und da möchte ich euch abschließend noch eine spannende Grafik zeigen. Die stammt von Incrementum, ist aus dem In Gold We Trust Report. Und ihr seht hier die langfristige Entwicklung des Goldpreises seit 1971. Und das Spannende ist, dass der Goldpreis hier annualisiert in Dollar 7,8% pro Jahr gebracht hat. Ich habe es für euch mal nachgerechnet in Euro, sind 6,5% pro Jahr und damit im Durchschnitt schon eine sehr gute Rendite hat. Die liegt jetzt zwar unter dem Aktienmarkt, könnte man sagen, okay, dann alles Geld in Aktien. Ich persönlich, wisst ihr ja von meinen Videos und vom Podcast, bin da eher der Ansatz oder einer, der den Ansatz verfolgt, diversifiziert anzulegen. Also ein Teil in Gold, Teil in Aktien, Immobilien und so weiter, weil man ja nie weiß, was in Zukunft funktionieren wird. Aber ihr seht, der Goldpreis hat über die letzten 50 Jahre, und ich habe jetzt auch mal diesen Zeitraum genommen, weil seit dem Ende von Bretton Woods Gold wieder frei handelbar ist und frei handeln darf, hat Gold in Dollar also eine gute Rendite von fast 8% pro Jahr gebracht. Ja, unter Schwankungen, liegt aber deutlich über der Inflationsrate, die wir im Schnitt in diesem Zeitraum hatten. Also, man muss Geduld mitbringen, man muss Geduld haben. Momentan mag Gold für die meisten nicht funktionieren, ist allerdings falsch, weil Gold sich auch in diesem Jahr als eine relativ gute und stabile als eine relativ gute und stabile Anlageklasse erwiesen hat. Aber man muss halt einfach die Zeit mitbringen und vielleicht im nächsten Jahr kommen dann 20-30% oder im übernächsten Jahr. Das werden wir dann sehen. Aber ganz klare Aussage von mir, für mich hat Gold nicht versagt. Es hat wieder gut im Portfolio, vor allem als Stoßdämpfer für Euroanleger, funktioniert. Es hat uns Kaufkraft geschaffen oder bewahrt, die wir als Euroanleger im Ausland jetzt verloren haben. Deswegen muss ich sagen, Gold funktioniert weiter, aber es muss nicht parallel funktionieren. Man muss halt einfach auch etwas Zeit mitbringen. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Lasst die gerne da und darf ich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.